Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tschüss! Weißt du, solche Leute wie du, die laufen durch den Matsch. Aber coole Leute, die fahren mit dem Auto! Schau mal nach oben! Was? Hä? Was machst du da in der Luft? Oh mein Gott, Leute, heute wird es wieder mal richtig, richtig krass. Denn ich habe einige neue Hacks am Start und das wird sehr, sehr, sehr lustig. Denn mit diesen neuen Hacks werden wir heute Max pranken. Es ist ja schon sehr, sehr lange her, dass wir Max mit irgendwelchen Mods geprankt haben. Und deswegen machen wir das Ganze heute. Also bleibt mal bis zum Ende dran, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir in den Discord rein, entmieten uns und dann fangen wir direkt an. Viel Spaß. Da ist er, mein bester Freund, Max. Hallo, Lom. Wo bist du? Bin wieder da drüben, glaube ich. Oder warte, ich bin, glaube ich, da. Nee, da. Kuckuck, da drüben. Aha, hallo, Lom. Wann bist du gefahren? Du warst noch hier. Ja, ich bin, da hast du noch geschlafen. Da warst du noch ganz, ganz müde im Bett und warst noch im Traumland. Da bin ich losgefahren. Aber, ach so, okay. Das ist auch egal, denn das spielt gar keine Rolle. Denn heute machen wir etwas ganz Besonderes und ich will gar nicht lang rumlabern. Ich gebe dir heute eine Challenge, okay? Und zwar, wir spielen ein paar ganz normale Runden gegeneinander. Und wenn du gegen mich gewinnst, dann darfst du dir irgendwas ins Sammelgeld aussuchen. Also zum Beispiel das Mega-Angebot oder... 800.000 Stammel! 800.000 ist vielleicht ein bisschen viel, aber irgendwas. Oder ich muss dir irgendeinen Account kaufen. Kannst du mir mal Fliegen geben? Nein, wir suchen einfach was aus dem Shop aus. Irgendwas, was ich dir kaufen soll. Jetzt? Nein, du musst erst gegen mich gewinnen. Ach so, okay. Ja klar, du musst da erst mal irgendwie gewinnen, Max. Okay, deswegen würde ich sagen, ich gebe dir einmal einen Gruppencode. Und dann fangen wir direkt an, okay? Hallo? Oh mein Gott, ich dachte, du bist weg. Ja, okay, scheiß drauf. Okay, ja, du musst schon was sagen, wenn ich mit dir rede, aber egal, guck mal. So. Ja, Lom, gibst du kurz, bitte. Unsere allererste Map wird sein... Bist du bereit? Hot Wheels. Das ja. Das mit den Autos, das kennst du noch, oder? Das mit die Autos, das habe ich schon mal gesehen. Ah, okay, gut. Ja, dann lauf auch gern direkt mal los, so, ne? Und, so weißt bist du der mit dem Gesicht, wo das Gesicht fehlt? Ja, wir sind allein hier, damit es auch ein bisschen spannend ist. Box ich dich! Ey, du willst mich boxen! Ja, okay. Okay, dann box mich halt, ja? Mir doch egal. Dann fliegst du da oben lang. Guck mal, ich bin jetzt schon mal hier, so, ne? Aber pass auf. So, noch denkst du, alles ist normal, aber... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tschüss! Oh mein Gott, ich hab gewonnen! Hä, wie bist du? Du bist geflogen wie ein Flugzeug! Hä? Ich war einfach 10-mal so schnell wie du. Lom, was? Warum? Hä? Warum bist du so schnell gefahren? Es liegt daran, du musst diese Boost-Pads, du musst sie auf einen Millimeter berechnen. Und wenn du genau mittig drauf fährst, kriegst du einen richtig krassen Boost. Wie mache ich das? Das kann ich dir in Ruhe mal zeigen, Max. Kannst du zeigen, bitte jetzt einmal zeigen, bitte. Ja, du musst einfach mittig auf die Boost-Pads drauf fahren. Ich will auch so schnell fliegen. Ja, das kann ich dir in Ruhe mal zeigen, ja? Aber pass auf, guck mal, es steht 1-0. Wenn es ja so machen, wäre zuerst 5 Punkte da von mir aus. Also bisher steht es 1-0, das heißt, du hast noch eine Chance zu gewinnen. Guck mal. Wenn ich gewinne, dann gebe ich doppelt so viele Punkte, okay? Okay, von mir aus, dann macht es. Gut, so Leute, ich bin jetzt ganz kurz gemutet, bevor wir jetzt in die nächste Runde reingehen. Ich kann jetzt was ganz Besonderes machen, und zwar mache ich jetzt eine Lobby nochmal. Und zwar spielen wir jetzt gleich Block Dash, aber ich kann auf Block Dash einfach einen Laser Tracer Laser hinmachen. Also von Laser Tracer, diesen Laser, kann ich einfach so einen Block Dash da so hinmachen. Und wenn Max da den berührt, dann ist er einfach tot. So, deswegen wird richtig lustig. Ich würde sagen, ich war schon in der Gruppe und dann probieren wir das direkt mal aus. So Leute, die Gruppe ist erstellt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal und ich hoffe, es hat alles funktioniert. So, okay, ich habe das Spiel jetzt gestartet. Ich hoffe, es klappt alles. So, okay Max, nächste Runde. Wir machen jetzt... meine Lieblingsmap, und zwar Block Dash und... Block? Oh. Hä, was ist das denn? So, wir sitzen hier auf Block Dash und... Hä? Hä? Ja, was ist denn los, Max? Was ist das denn? Lom, da ist der Rote! Du darfst nicht auf den Laser drauf, sonst stirbst du. Lom, da ist der Rote! Ja, das ist der Laser.
Du darfst da nicht drauf. Hä? Du darfst da nicht drauf. Ich verstehe das nicht. Hä, hey, warum? Das ist doch Blockdash. Ist alles wie immer. Aber warum ist da der Laser aus? Ey! Lom, ich bin runtergefallen. Weil ich durfte den Roten nicht berühren. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ja, dann geht die nächste Runde wohl an mich. Ah, Max, alles gut. Es steht erst 2 zu 0 für mich. Du hast noch, du kannst noch aufholen. Leute, also ihr habt gesehen, wir haben Max gerade wieder gut ausgenommen. Ich habe einfach so einen Laser auf Blockdash gespawnt. Aber es wird noch viel cooler. Denn ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in eine andere Map rein. Und dann werde ich noch was richtig krasses machen. Ich werde nämlich auf einer normalen Map einfach ein Auto spawnen. Einfach mit einem Auto rumfahren. Ihr würdet safe denken, Bruder, was macht der da? Aber es wird so lustig. Deswegen würde ich sagen, ich mache eine neue Gruppe. Und nehme Max jetzt komplett hops. So, und wir starten die Runde. Bist du bereit für die Königsdisziplin? Und zwar für Jungle Roll. Die einzig wahre Map. Das ist da, wo der Ball fällt. Nein, das ist bei Lost Temple. Aber egal, so. Du darfst dir ruhig schon mal vorlaufen. Ja, lauf da ruhig, komm, lauf durch den Matsch durch, weißt du? Solche Leute wie du, die laufen durch den Matsch. Aber coole Leute, die fahren mit dem Auto! Schau mal nach oben! Was? Hä? Was machst du da in der Luft? Hä, ich war mit dem Auto, Max. Also, wo sieht's denn aus? Hä? Das war, was? Ich stand gerade so meine Runden mit meinem Auto. Lom, das geht gar nicht. Wieso fliegst du schon wieder? Du hast gesagt, ohne Hacking. Also ich fahre jetzt hier gerade mit meinem Auto. Lom, du hast... Mann, Lom! Lom, du bist so der Doofste! Guck mal, ey, ich hatte sogar eine Chance. Ich fahre hier sogar ganz langsam. Ein paar Kurven fahre ich sogar noch hier. Lom, ich bin jetzt gleich im Ziel. In eine Sekunde. Ja, okay. Lom, ich hab gewonnen, obwohl du in ein Auto warst. Ja, okay. Gut, Max, du hast zwar den Sieg geholt. Jetzt habe ich 5 Punkte bekommen. Ich möchte jetzt... Hä? Stopp mal. Du hast eine Runde gewonnen und auch nur, weil ich dich mit Absicht gewinnen lassen habe, weil ich nur Kurven gefahren bin. Also, nein! Nein, es steht 2-1. 2-1 für mich. Punkt. Was für 5 Siege? Wahrscheinlich kriegst du mit einem... Du hast gesagt, ich krieg zweifache mal Punkte. Das also hab ich schon 3. Gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Nein. Du hast gesagt, ich krieg dann, wenn du einen hast, krieg ich 3. Jetzt magst du auf zu lügen, sonst werde ich gleich sauer. Ja, komm, ich gebe noch eine Chance. Wir machen eine neue Runde, da kannst du wieder alles geben, okay? So, Leute, ich bin nochmal ganz kurz gemutet. Wir machen jetzt noch was ganz Besonderes. Und zwar werde ich jetzt zu Max sagen, dass wir jetzt ein deines Besonderes 1 vs 1 machen. Und zwar machen wir eine kurze Runde Hide and Seek. Aber ich habe die Möglichkeit, in der Runde mit meinen Hacks einfach in den Spectator-Modus zu gehen. Und dann sehe ich einfach, wo Max hinläuft und wo er sich versteckt. Es wird richtig funny. Deswegen würde ich sagen, ich ermüde mich und dann gehen wir rein in eine Runde Hide and Seek. Viel Spaß. So, Max, ich hoffe, du bist bereit für die nächste Runde. Denn wir machen jetzt was ganz Besonderes. Denn wir spielen jetzt eine Runde Hide and Seek, okay? Damit du auch mal eine Chance hast. Lom. Ja. Hast du schon mal einen Löwen gesehen? Nein, habe ich nicht. Und jetzt nimm irgendein Skin und komm in meine Gruppe rein, denn wir machen jetzt eine Runde Hide and Seek, okay? Lom. Ja. Ich nehme Banane. Dann nimm die Banane von mir aus. So, da sind wir auf Lost Temple, Max. Wir machen jetzt eine Runde Hide and Seek und du hast die Banane. Ey, du willst dich direkt verstecken, oder was? Lom, ich hab ein Versteck, habe ich schon okay, gefunden. Okay, alles gut. Ich laufe jetzt hier nach hinten und guck erstmal weg, damit ich gar nicht sehe, wo du dich versteckst, okay? Lom, ich bin in dem Boden. Du bist im Boden, ne? Lom, ich habe ein Versteck gefunden. Du hast ich bin versteckt. Gefunden. Ja. Aber Max, falls du so rein zufällig bei der Treppe hinter dem Stein sein solltest, ist es kein gutes Versteck. Ich wollte es nur so sagen. Welche Treppe? Ja, hinter den Spikes da, wo es hoch zu diesen Rolltreppen geht. Falls du da hinter diesem Stein sein solltest, theoretisch, falls es sein sollte, ist es kein gutes Versteck. Ich wollte es nur so sagen. Ich wollte es nur sagen, also du bist da ja bestimmt sowieso nicht, aber ich wollte es halt so sagen, meinte. Nicht, dass so viel... Warum ist das Versteck nicht gut? Ich weiß nicht. Also ansonsten, Palmen sind auch nicht gut, ne? So ein Palm reinstellen ist auch nicht gut. Das wollte ich dir auch nur sagen. Hä? Falls du in eine Palme reingehen sollst. Wo soll man denn sich dann hinstellen? Ich weiß doch auch nicht, halt irgendwo hin halt, ne? Lom, wo soll ich denn hin? Mensch, musst du doch wissen, du musst dich verstecken. Du hast aber du sagst, Sekunden. Alle Verstecke sind 10, dünn doof. 9, hab einen. 8, oh. 7, 6. Ich komme jetzt. Lom, ich habe jetzt ein Versteck.
Du hast ein Versteck. Okay. Ja. Ja, dann, dann guck ich mal, ne? Wo du dich versteckt hast. Du darfst aber nicht fliegen mit Auto. Nee, nee. Ich flieg nicht mit Auto. Mach dir da mal keine Sorgen drum. Alles gut. Ich suche nämlich hier jetzt ganz einem. Wo könnte Max nur sein? Ich weiß gar nicht. Hä? Max, wo bist du? Ich finde dich gar nicht. Hä? Lom ist aber ein gutes Versteck. Hä, Max, wo bist du? Ich finde dich gar nicht. Meine Zeit läuft gleich ab. Haha, gefunden. Nein, du hast mich nicht gefunden, Lom. Doch, ich... Du hast echt gedacht, ich sehe dich nicht. Ich habe dich voll veräppelt. Du hast mich gesehen, ne? Wie hast du mich gesehen? Ich habe einfach nur geguckt, wo du bist halt. Ich habe nur gesucht nochmal. Es steht jetzt, glaube ich, okay, schon 3-1 für mich, glaube ich, ne? Nein! 5-4 für mich. Das stimmt nicht. Also, ich muss jetzt noch 2 Runden gewinnen und dann habe ich die Challenge gewonnen. Dann kriegst du von mir gar kein Geschenk. Dann darfst du nichts aussuchen. Dann habe ich nämlich gewonnen. Okay, Max, komm, ich gebe dir noch eine Chance. Komm, wir machen noch eine Runde. Ja. Komm, let's go. So, und ich bin jetzt mal ganz kurz gemutet. Und zwar gehen wir jetzt gleich nochmal auf Blockdash. Und ich kann das einfach so machen, dass ich einfach jeden Block durchbrechen kann. Wie, als wäre es quasi so ein angebrochener Block halt. Deswegen, ich kann einfach durch alle Blöcke durchspringen. Es wird richtig lustig. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in die nächste Runde. Let's go. So, Blockdash. Königsdisziplin, du musst jetzt hier nochmal gegen mich gewinnen. Komm, diesmal schaffst du es aber, Max, okay? Aber du darfst nicht mit Fliegen machen. Nein, 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 mache ich nicht. Weil, weißt du, wenn man fliegt, dann, kriegt man in der Schule, dann wird man gehauen. Ja, ja, ja. Bam! Hä? Hä, was hast du gemacht? Du bist gegen den Laser gelaufen. Hä? Hast du den Block kaputt gemacht? Hä, das war ein ganz normaler Block. Das hast du gesehen. Ich bin da, also, das war ein ganz normaler Block halt. Also genau. Hä? Ach so, es steht jetzt übrigens schon 4 zu 1, ne? Ich muss nur noch eine Runde gewinnen, Max. Lom. Ja? Wir machen jetzt eine letzte Runde. Ja. Und wenn ich gewinne, dann kriege ich 5 Punkte. Deal, machen wir so. So, Batz. Machen wir. Hast gesehen, okay, so. Okay, aber du darfst nicht mit Blöcke hauen, Auto fliegen, Laser machen und alle Sachen. Da kann ich gar nichts dafür. Das ist alles wegen Stumbleguys. Du hast das Auto geholt. Das ist durch Zufall dort gespawnt. Aber ich hatte kein Auto. Ja, okay. Du hast recht, Max. Okay, wir machen noch eine Runde. Eine Runde alles oder nichts. So, ich bin nochmal gemütlich, ich würde sagen, zur letzten Runde. Wir lassen Max so eine kleine Chance. Und zwar kann ich noch was sehr Lustiges machen. Ich werde jetzt gleich einfach einen Bot für mich spielen lassen. Ich werde mich einfach zurücklegen und es wird einfach ein Bot für mich spielen. Und wenn der Bot es schafft zu gewinnen, dann habe ich gewonnen. Wenn er verliert, dann hat Max gewonnen. Wird sich zeigen und ich würde sagen, wir gehen rein in die letzte Runde. Es wird sehr, sehr spannend. Let's go. Letzte Runde. Alles oder nichts jetzt, Max. Laser Tracer. Lom, wenn ich gewinne, 800.000 Stambel. Ja. Und in Brawl 1 Million Gems. Ja, okay. Machen wir so. Ist ein Deal. Wirklich? Ja. Okay, warum bist du ein Lebkuchenmann? Weil ich ein Lebkuchenmann bin. Ich mag den Skin halt, weißt du? Wirklich? Ha? Achso. Ich esse gerade Chips, sind voll lecker, sag dir ehrlich. Warum? Kannst du mir auch Chip geben? Aber du musst dich doch aufs Spiel konzentrieren. Lom, ich hab gewonnen! Oh oh. Lom! Ja? 800.000 und 1 Million. Hä? Was für du bist 800? In den Laser gelaufen. Was für 800.000? Das haben wir nie ausgemacht. Doch, du hast gerade gesagt, ja. Hä, wir haben 800.000 nie ausgemacht. Du kriegst keine 800.000. Das ist viel zu doch viel. Doch, Lom, du hast gesagt, das sind ja gerade in der Runde. Ja, 800.000, das sind irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt 20.000 Euro. Ja, aber du hast das gesagt. Nein, ich habe nicht gesagt 800.000 oder 1 Million. Das ist viel zu viel. Doch, du hast das gesagt, Lom. Nein, ey, chill mal, Max. Also, ich kann dir doch... Hallo, 1 Million ist zu viel, Max, oder 800.000. Chill, hallo. Und du hast das gesagt. Max, hallo, beruhig dich. Max. Max. Hey. Lom, ich mach nicht mehr Stammel mit dir. Ey, hallo, hallo. Ich kann dir doch was schenken, aber doch keine Eier. Oh mein Gott.
Ey, ich hätte dir noch was geschenkt, aber nicht. Ich kann dir keine 1 Million Stammetong schenken. Das würde 3 Jahre dauern, um aufzuladen. Er ist einfach gekackt. Ey, Leute, lasst mir das Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.